Mit Hilfe von mir avancierten Funktionen aus dem Scratch werden meine Animationen aus dem letzten Screencast haut an ein ganz einfaches Spiel transformieren. Am Ende von diesem Screencast werden meine Animationen so umgebaut, dass man ScratchCat können mit Keyboard-Tasten kontrollieren. ScratchCat wird an eine Rakete klammen, die Rakete die wird nur oben aus der Stage herausfliegen. Gleichzeitig, sobald die Rakete startet, wünscht der Papagei, dass ScratchCat ein gut Rees. Also, sobald die Rakete rausgeflogen ist, wird der Papagei sich um Sand näher setzen und abhalten mit Fliegen. Der sieht, mein größtes Programm. Let's get started. Wir schaffen also weiter um Projekt aus dem letzten Screencast. Wir gehen auf die Scratch-Site, wir laden unseren Editor und wir uploaden die Datei von unserem Computer auf die Scratch-Site. Wir können am Editor weiter drin zu schaffen. Das ist das Projekt 01, das hat Cat and Parrot. Ich lade den ran, bestätige, dass wir wollen, das ranladen. Also können wir loslegen. Immer nur die verschiedenen Modifikationen machen, muss man als engem großen Changement bewusst gehen. Wir transformieren als Animation, also etwas, was automatisch auflebt, an ein Spiel. Ein Spiel startet immer von derselben Ausgangssituation. Und darum muss man nur als erstes kümmern. An andere wieder, alles, wenn wir das Programm starten, müssen als Sprites auf dieselbe Platz zurückkehren, an ihren Ursprungszustand, für das Spiel alles, wenn wir es lancieren, ob es kann funktionieren. Wir machen nur das als erste Aktivität, was den Reset nennt. Das heißt, geht alles rum aus der Ausgangsposition zurück. Alle Spriten, die haben eine gewisse Größe, an so noch eine bestimmte Position am Koordinatensystem von der Stage. Aber an das gilt es zu fixieren, dass alles von der geringen Fendel geklickt ist, die Proprietäten hier gestaltet gehen. Fangen wir mit dem ScratchCat an. Als ScratchCat hat ein Gräst am Moment von 100% an guckt Koordinaten, die hier oben angewiesen gehen, dann ist die Ausgangsposition von einer ScratchCat. Natürlich muss man ein Event kreieren, wann die geringen Fände geklickt wird, dann müssen die verschiedenen Parameter so konfiguriert gehen. Wir gehen also an die Event-Kategorie und sehen, wenn geringe Fände geklickt als River. Was soll also logisch sein? Wir hätten gerne einen Kreisstreck gesetzt auf 100% und Koordinaten immer auf x-Valeur 144 gesetzt und y-Valeur minus 111. Fangen wir mit den Koordinaten an. Koordinaten sind etwas mit Bewegung zu tun. Wir finden also den entsprechenden Codeblock an der Kategorie Motion, Bewegung. Relativ high an der Mitte finden wir die Instruktion, dass der Sprite soll auf eine bestimmte Koordinate gehen. Go to X und Go to Y, also auf die zwei Achsen, und dann haben wir jeweils Platz für die Welle umzugehen, wo dann der Sprite sich soll hier bewegen. Wir sehen den Codeblock hier drin, und da brauchen wir just high, wo wir bei diesem Sprite-Koordinatenbereich die selbst Valoren zu überholen. Am meisten, wie ihr seht, sind die Valoren schon ausgefüllt. Als nächstes geben wir gerne sicherstellen, dass das Katz immer mit 100% von der Größe angewiesen wird. Da das etwas, was zum Ausgesieg gehört, dafür gehen wir an die Kategorie Lux gucken. Und dann haben wir auch nächstes Ballen damit. Gesehen wir hier den Programmblock Set Size to 100%, also die Größe auf 100% erstellen. Wir zählen das einfach drinnen. Und dann gehen die zwei Instruktionen ausgefordert. Logisch aber noch gerne spezifizieren, dass das Katz nicht so direkt wie der Rand von der Stage laufen, mit das Katz immer soll starten mit dem Blick nur links. Das ist also etwas, was zur Bewegung gehört, und dafür gehen wir nächste Kategorie Motion. Und dann haben wir hier als vierter Codeblock Point in Direction und dann Winkel. Point in Direction heißt an eine gewisse Richtung gucken. Jetzt sehen wir da mal hier einen drinnen und dann einmal den kleinen Dreieck, den du innen weißt, erkennen wir, dass wir die Optionen proposiert kriegen. Wir klicken auf den Pfeil und dann sehen wir, hier können wir nicht nur mit Winkel schaffen, mit Gradogaben, wir an einem Scratch schreiben das schon dahin, auf welche Richtung das jeweilig ist. Wir gucken gerne nur links, da wählen wir hier minus 90 Grad aus, Direktion Left. Wir können das nur überprüfen, ob wir alles richtig zusammengesetzt haben, an dem Stand mal ScratchCat mal komplett in Zwischenstand das Hefer pflanzen und dann diesen Codeblock einfach ein doppelklicken. Voilà, als Katz als nur links gedreht, ob die Koordinaten zurückgesetzt und kreist als auch richtig. Los du nicht für den Reset-Block für den Papagei zu erstellen. Erinnert euch gut, am letzten Clip hatte man Gräst vom Papagei ob 60% drauf gesagt. Das ist also etwas, was ihr müsst respektieren, wenn ihr die Reset-Instruktionen schreibt. Der nächste, was wir programmieren werden,
als die Fähigkeit für Scratch Cat können mit Keyboard-Tasten zu steuern. Dafür muss man auf diesen Mod ausschalten, dass das Kerz automatisch hin und her läuft, sobald man die geringe Funnel gestartet hat. Das heißt, wir dekonnektieren den Forever Loop auf Scratch Cat von dem Event, wenn der geringe Funnel geklickt ist. Die nächste Codeblock, die wir noch brauchen, die kennt ihr schon. Und zwar der Sack ist den Event, wenn ein bestimmter Tast gedrückt wird, da soll etwas ausgeführt gehen. Wir brauchen lo pur der Event Blick. Wir gehen also an die Kategorie Events an, wir zeigen schon mal als Beispiel einkehr den Event Block River. Wir programmieren nochmal für dich, dass wir die Karte können nur links und nur jetzt gehen lassen. Ich wähle hier aus, dass ich das mit den Cursor-Tasten, mit den Pfeiltasten im Keyboard machen kann. Das heißt, ich muss hier meine Taste auswählen, die ich gerne programmieren will. Und ich will nur mal programmieren, dass man die Kerze nur links laufen lassen, wenn man auf den links weisenden Pfeil im Keyboard drücken. Ich wähle also hier Left Arrow aus. Hallo, geht es darum, wie die richtige Codeblick hier drin zu setzen. Wenn ich also auf den links weisenden Pfeil drücke, dann soll die Kerze nur links bewegen. Ihr habt schon richtig erkannt, dass das etwas was zur Bewegung Motion gehört. Dafür gehen wir dann in die Kategorie Motion gucken. Und hier, an der Mitte, finden wir einen Codeblock, den heißt Change X, also die horizontalen Koordinaten bei 10 Pixels. Das heißt, wenn ich ein Key auf den Pfeil nur links drücke, dann soll sich die Karte auf der X-Achse bewegen. Nun sehen wir das drüber. Nun stellt sich die Frage, auf welche Richtung bewegt sich die Karte mit der Value 10. Erinnert euch, als ein Ausgangspunkt vom Koordinatensystem ist genau an der Mitte. Und alles, was rechts liegt, dass sie positiv verlieren, alles, was links liegt, sie negativ verlieren. Wir hätten daher gerne, dass die Karte sich nur links bewegt. Das heißt, wir müssen dann ein negativ verlieren gehen, dass die Karte sich allkehrs Richtung minus 10 Pixel bewegt. Wir setzen hier einfach ein Minus 4 drunter. Und da können wir testen, indem wir dann auf den linken Pfeil drücken. Und das Kerz bewegt sich nur links mit Alkes, wo ich auf den Pfeil drücke. Lass du nicht. Lass das Kerz sich nur jetzt bewegen. Du wirst wahrscheinlich die zweite Codeblock hier stehen. Das ist aber kein zufriedenstellendes Resultat, weil das Kerz die Slide lo einfach just hin und her. Sie trippelt nicht wirklich, auf und allem läuft sie nur jetzt nicht mehr handelt sich. Das heißt, wir müssen darunter nach relativ viel feilen. Du wirst wieder könnt Bewegung herstellen von der Kerz, das mit all Druck von den Pfeiltasten Katz eine Bewegungsanimation mischt. Pflegt das Lummel an den Programmcode an. Das andere, was der Lummel nach ersetzen, als dass Katz alles von der Richtung wieselt an die entsprechende Richtung auch guckt. Wir haben den Programmcode schon gesehen, ganz am Anfang von diesem Screencast. Wenn ihr nicht wisst, geht nicht zurück gucken. Stoppt das Video kurz und fährt recht weiter, wenn ihr fertig tut, dass Katz eine Triple-Animation mischt, alles von der links oder rechts Pfeil direkt an, wenn Kerz sich an die richtige Richtung dreht, je nachdem auf welche Richtung da der Pfeil gedreht wird auf ihrem Keyboard. Ein Codeblick soll hier nur so ausgesehen, wenn er nur links drückt, da soll Kerz auch an die richtige Richtung gucken. Das wird dann dem Moment, muss der Point Direction minus 90 Grad auswählen, genau im gedreht, wenn sie nur jetzt will gucken. Dann ist mal das. Und dann für die Bewegungsanimation, do in der Lux, so da einfach, dass alles Kerz soll zum nächsten Kostüm wechseln. Schon trippelt das Kerz. Für Bewegung auch oben rauf haben wir eine ganz ähnliche Programmstruktur. Programmieren wir nochmal für dich, was geschieht, wenn wir den Pfeil nur oben drücken. Jetzt sehen also diesen Codeblock für Tastenkontrolle im River. Wir wählen Up Arrow aus und dann als bekannten Codeblock bis los. Wir wechseln den Kostüm mit all Tastendruck an. Wir gehen aufgepasst, das geht nicht auf der X-Achse hin und her, sondern auf der Y-Achse. Wir müssen also hier wählen Change Y, die Y-Koordinate bei 10. An nur oben als positiv Falle, das heißt, wenn wir hier den Up-Arrow drücken, dann geht das Kerz im 10-Pixel nur oben. Voilà, also bewegt sich. Luma war hier artistisch gesehen ein Problem. Wenn das Kerz sich auf dieser Stage nur oben bewegt, dann ist das gleichbedeutend, dass das Kerz Richtung Horizont sich bewegt. Und wenn sich etwas Richtung Horizont bewegt, also vom Betrachter weg, dann muss auch der Sprite mit klein gehen, für die Perspektiv stimmt. Wir müssen also nur nach etwas draufprogrammieren, damit all Tastendruck als Sprite verkleinert wird. Verkleinern hat etwas mit dem Ausgesehen zu dienen, also fangen wir das entsprechend an der Kategorie Lux. Und wir haben hier am Ende schon ein Drittel.
der Programmblock Change Size by 10. Das heißt, mit all Tastendruck wird der Lot gräst vom Sprite um 10 Pixeln vergrößert respektive verkleinert gehen. Wir sehen das hier mal rüber. Nun muss man noch schließlich tun, dass in diesem Fall mit klein soll gehen als Sprite. Wir ändern also die Falle, ob zum Beispiel minus 10, und wir gucken, ob das ein zufriedenstellendes Resultat gibt. Als Kerz geht progressiv mit klein. Wir resetten die Position von unserer Karte an den Ausgangspunkt. Dafür benutzen wir den Programmcode vom Friedrun. Wir doppelklicken hier also Reset-Block. An der Karte taucht auf der Ausgangsposition ab. Und hier programmiert, was passiert, wenn ihr den Pfeil nur innen drückt. Stoppt dieses Video, probiert es für dich und dann guckt ihr weiter. Am Normalfall sollte der Code-Block rauskommen, den so ausgesagt. Also kontrollieren wir mal, ob alles funktioniert. Wir gehen nach links, wir gehen nach rechts, das Kerz dreht sich immer in die gewisse Richtung. Wenn wir hochgehen, dann wird größt von der Kerz verkleinert. Wenn wir hochgehen, dann wird also Sprite vergrößert. Wir können nach überlegen, ob die Vergrößerung und Verkleinerung nicht ein bisschen zu extrem ausfällt. Ich habe dafür hier schon die Falleren geändert auf minus 6 respektive plus 6. Und damit hätten wir als echt Gaming Controls programmiert. Als nächstes setzen wir die Rakete an der Stage. Bevor wir das aber machen, resetten wir als Kerz auf Durchsprungsposition, indem wir also Reset-Code-Block doppelklicken. Wir adden den Sprite, New Sprites, und da gehen wir bei Transportation gucken, also alles was Transport ist, und da fangen wir hier als Sprite Spaceship. Wir wählen den an, und wir klicken mal OK für uns inserten. So, das Spaceship ist relativ viel zu groß, das wir schränken den Mod für das wir die Shrink-Funktion öffnen. Und wir platzieren es am Hintergrund von der Wüste. Ungefähr hier. Ja, das ist ein bisschen klein, ich meine, eine Stufe mehr groß. Man muss gut überlegen, was wir als nächstes gerne hätten. Wir geben gerne hier nur das Spiel so gestalten, dass wenn die Kerze wieder die Rakete kennt, dass die Kerze sozusagen an die Rakete raklemmt, dafür gibt es zwar keine Animation, man wird den Kerze einfach verschwunden lassen und das dann gleichzeitig als Spaceship nur oben losfliegt. Wir programmieren nur für die Stadt, was passieren soll, wenn die Kerze wieder die Rakete kennt. Wir aktivieren also als Scratch Sprite und dann legen wir los. Die Programmblick, die wir brauchen, sind kein neuer. Wir brauchen eine nächste Funktion, dass wenn Sprite etwas spielt, etwas sensed oder etwas kollidiert, dass dann etwas ausgefordert wird. Das heißt, dass wir in den Sensing Controls. Und in diesem Fall holen wir hier den ersten Programmblock, wenn etwas berührt wird. An diesem Fall, wenn wir eine Kollision wollen aufrufen zwischen zwei Sprites, können wir hier den ersten Programmblock holen, wir brauchen nicht mit der Farbe zu schaffen. Es ist nämlich so, dass als Sprite als Objekt vom Programm erkannt wird. Ein Objekt, das etwas, wo ich aufrufen kann, starten, respektive etwas, was ich kann, attachen, an diesem Fall auf Scratch. Das heißt, wir können hier Touching Wert auswählen mit Touching Spaceship. Das heißt, wenn Katz Spaceship berührt, da passiert nur etwas. Nun muss man den Rest vom Programm rundherum bauen. Was soll da passieren? Na ja, wenn Spaceship berührt geht, dann baut das eine If-Kondition. Das heißt, wir geben erst Kontrollen und wir wählen hier aus If Touching Spaceship. Wir müssen das just drum durchsetzen. Dann wird. Na ja, das soll als Katz mal verschwinden. Das ist etwas, was mit Lux zu tun hat. Und wir wählen dann Hide aus, verschwinden. Als Kerz verschwindet dann, das will dann durchstellen, dass als Kerz an Spaceship raklemmt. Nun muss man dann schließlich auch gehen, ja, ab wenige dann die If-Kondition hier ausgefordert, aber ja, und zwar, das soll immer überprüft gehen, sobald der grüne Fanel geklickt gehen, dass das mein Programm startet. Wir brauchen also ein When Green Flag klickt, Programmblock an. Das muss permanent aufgefroht gehen, dass auch das Programm direkt reagiert, wenn als Kerz wieder das Spaceship kennt. Das heißt, wir brauchen hier auch ein Forever Loop, das die ganze Zeit überprüft geht. Also, sobald die heute Kondition erfüllt ist, dann soll als Kerz verschwinden, also wenn das Spaceship raklammen. Hier können wir das schon mal testen. Wir starten also Programm, also Papagei, die fliegt automatisch, weil es nicht geändert hat. Und wir können als Kerz sich bewegen lassen und da können wir bei dieser Kerz bei Spaceship laufen an, weil er als Kerz verschwindet. Wir stoppen also Programm und wir können nach einem lancieren. Ich klicke auf den geringen Händel. Schauen wir ein Problem. Als Kerz ist verschwunden. Wir haben einen Fehler an unserer Reset-Kondition für die Kerz. Wir nehmen Schnitt.
ugewählt, da das Katz auch soll ugewiese gehen. Und dafür kriegen wir noch ein Problem. Wir haben nämlich mit der Programmschlau für Spaceship gesagt, dass wenn Spaceship bereit geht, das Katz verschwinden soll. Aber wir haben nicht abprogrammiert, für das, wenn wir das Programm für nächstes Jahr relancieren, als Katz auch tatsächlich ugewiese soll gehen. Für den Moment ist der Scratch noch immer so, dass Katz muss verstoppt sein. Wir stoppen das Programm. Wir müssen also lo ein Programmblock fahren, die seht, weist Katz un. Das ist, was man ausgesehen zu den hört, und das fangen wir also nächstes an den Lux. Und wir haben hier am ewigen Drittel den Programmblock Show, also den Sprite, aufweisen. Den sliden wir auch nächstes an als Reset-Kondition. Oder an als Reset-Programmblock. Und zwar ungefähr auf die heute Platz. Wenn wir nämlich die geringe Fendel klicken, da geht Katz angewiesen, sie geht auf hier ursprünglich Koordinaten zurückbrüht, 100% kriegst angewiesen und sie guckt nur links. Wir starten mit dem geringen Fendel und du hast als Katz nächstes. Hallo, funktioniert das Programm nämlich auch richtig. Wenn das Katz wieder Spaceship läuft, verschwindet sie. Wenn wir das Programm stoppen und nächstes Jahr starten, da geht Katz drum angewiesen an der Ausgangsposition. Wie der gesehen, geht das Programm so löse richtig, aufwendiger kompliziert. An Mariskeire löse den Überblick zu verlieren. Scratch bittet hier eine Möglichkeit für Programmblick zu kommentieren, also kleine Notizen dabei zu schreiben, für das ihr wisst, mehr wert möchte euch nicht den Programmblock. Für die Kommentare dabei zu fügen, machen wir einen Rätselmausklick an das Scriptfenster und wir wählen aus dem Pop-up-Menü Add Comment aus. Und hier können wir einen kleinen Kommentar verfassen. Zum Beispiel schreiben wir hier dahin Reset Block. Da weiß ich, dass dieser Block, ich schreibe den dahin, ich kann das noch zu machen mit dem File. Hier, da weiß ich, dass das heute als Block für den Reset ist. Und wenn ihr das nur genug bewegt, dann seht ihr, dass das hier verlinkt. Und wenn ihr den Programmblock bewegt, dann bewegt sich euren Kommentar matt. Hier innen schreibe ich nach Keyboard Controls dahin. So, dass ich weiß, dass alles, was hier sich befindet, als das, was Kat, man damit Kat kann kontrollieren. Zurück zu unserem Spaceship. Wir haben bisher programmiert, dass wenn Kat wieder das Spaceship kennt, dass als Kat verschwindet, also ein Spaceship rausklemmt. Los soll aber das nächste ausgelesen gehen, und zwar, dass das Spaceship sich nur überbewegt, also sozusagen aus der Stage rausfliegt. Wir programmieren aber für die Stadt. Wir gehen bei Spaceship und wir machen ein Motion. Der passende Programmblock, den wir brauchen, ist der Programmblock Glide, Gleiten. Gleiten ist in diesem Fall eine Dusbewegung für einen gewissen Dauer, für so viele Sekunden, auf eine bestimmte Koordinat. Wir zeigen das hier mal rüber, aber bevor wir das Teil testen, programmiert von Schliff die Reset-Kondition für die Rakete, dass sie bei allen Programmen startet, nicht genau an den Dutten gereist und auf denen Dutten am Moment Koordinaten angewiesen wird. Stoppt das Video, programmiert das vertäuscht und dann guckt er weiter. Voilà, der Reset-Block ist programmiert, also können wir als Gleitfunktion mal testen. Wir hätten gerne, dass das Rakete sich nur oben bewegt, das heißt, wir müssen als Y-Valle auch absetzen. Wir können ein bisschen damit experimentieren, setzen mal halt 200 an, einmal doppelklicken, um zu gucken, wo das Rakete fliegt. Ja, fliegt schon so gut wie aus der Stage raus. Was wir aber nicht werden können erreichen, dass das Rakete so weit rausfliegt aus der Stage, dass den auch den innersten Deal nämlich gesagt. Durch die Limitationen von Scratch geht das Rakete low an dieser Position blockiert, wir werden sie nicht können ganz rausfliegen lassen. Das heißt, wir müssen es einfach verschwinden tun mit dem Programmblock Hide. Dort testen wir dann nicht mehr resetten. Als Rakete auf die ursprünglichen Koordinaten, und wir lassen sie mich heisch rupfliegen. Ich ändere die Dauer, wie lange das dauert, auf 3 Sekunden, und ich probiere noch ein bisschen mehr ein heisch Koordinat auf der Y-Achse zu spezifizieren und gucken, ob das einen größeren Unterschied macht. Hier nur wird die Rakete sowieso verschwunden. Wir klicken diesen Codeblock doppel. Voilà, und das Rakete ist verschwunden. Was passiert, wenn wir das hier den Reset-Block doppelklicken? Ich meine das mal. Es passiert nicht viel, als Rakete nicht angewiesen, weil wir hier nichts vergessen, dabei zu setzen, dass am Anfang von dem Programm gestartet wird, auch als Rakete, rum soll angewiesen gehen mit der Show-Funktion. Wir glissieren das dazwischen, hallo, geht als Rakete angewiesen. Bewegung ist richtig abprogrammiert, als Reset-Kondition für die Rakete ist auch angesagt. Lo kommen wir zu dem wahrscheinlich kompliziertesten Teil von diesem ganzen Programm. Und zwar muss man lo wie fanden, dass wenn Katz an die Rakete rangeklommen ist, dass dem Moment als Rakete aufhängt, sich zu bewegen. Die Verlegung, die haben drunter stößt, ist nicht mehr kompliziert, wie das von dem Alltagsleben geschieht. Als Scratch Cat muss der Rakete Bescheid suchen, sie soll starten.
Es muss also eine Message geschickt gehen. Eine Message ist nicht anders wie ein Event hier im Scratch. Wir gehen also mal verdächtig bei so einem Scratch-Cat-Sprite und dann wählen wir die Kategorie Events aus. Und ganz innen haben wir heute die Funktion Broadcast Message. Broadcast heißt so viel wie senden. Und zwar irgendeine Message, in diesem Fall Message 1. Du hast die Möglichkeit für verschiedene Messagen, Last zu schicken, für verschiedene Sachen zu steuern. In diesem Fall geht E-Message durch. Eine Message, Broadcast, heißt ausstrahlen. Das heißt, die Message geht und all Sprite geschickt an ihrer Stage. Das geht ja nur wichtig, wenn man nachher komplizierte Programme aufstellen. Die Broadcast-Message muss nur dahin kommen, wo die Interaktion mit einem Spaceship-Sprite stattfindet. Also an Programmschlauf mit dem Touching Spaceship. Weil was passiert lo? Wenn Spaceship bereit geht, dann schickt der Scratchcat Sprite eine Message fort und alles, was sich auf der Stage befindet, und dann verschwindet das Kerz. Wie können wir als Stade lo zunutze machen, dass die Message als Spaceship startet? Am innersten Drittel hier an unserer Event-Lust fanden wir den Eventblock When I Receive Message 1, also wann ein Sprite die Message in dem fängt, da geschieht etwas. Und das ist genau das, was wir hier brauchen. Wir gehen zum Sprite Spaceship zurück und dann zählen wir When I Receive Message 1. Wir schaffen ja mit dem Message 1 als Kontrollelement rüber an unser Programmfenster. Was passiert nun? Wenn die Message in empfangen geht, dann soll das Spaceship hier rupflehen. Das heißt, wir docken ganz einfach diesen Event Control und hier als Programmzeilen, die wir für Druck spezifiziert tun, für als Raketen überflehen zu lassen. Lassen das ganz normal. Wir starten mit dem geringen Fendel als Papagei flit lassen und ich kann mit der Katz, mit den Keyboard Controls als Katze Richtung Spaceship bewegen. Sobald Katz wird im Spaceship aus, startet das Spaceship. Lo hätte mir noch gern, dass der Papagei der Katz ein gut Ries wünscht. Basis davon als nächstes hat diesen Event When I Receive Message 1 und dann tun wir den Papagei etwas schwätzen. Alle gute Kontrolle kennt ihr schon. Lo hast du nicht programmiert den Event für den Papagei. Stoppt das Video, probiert für dich und wird weiter von dritten Reis von tut. Lo hätte mir noch gern etwas relativ kompliziertes. Nachdem der Papagei der Katz Eddie gesucht hat, sollen abhellen mit Flehen, respektive sich ruf gleiten lassen auf den Sand und da soll unser Programm fertig sein. Wie das alles passiert, nachdem der Papagei der Katz gute Reise gewünscht hat, werden die nächsten Programminstruktionen hier innen drin erinnert der Message gute Reise Scratch Cat ungedockt gehen. Wir haben aber noch ein Problem. Und zwar als ein Papagei, den als gefangen an diesem allerersten Forever Loop, den wir am letzten Video programmiert haben. Also Papagei wird sich immer zwischen den Ecken von der Stage an hier bewegen. Der Tisch, für das der Papagei nur etwas Ähnliches mischt, muss man ein Duplikat von einem Sprite erstellen. Mit diesem sogenannten Clone können wir das schaffen, für das den anderen Bewegungen respektive einer Programmcode ausfeiern wird. Wir hätten gerne, dass nachdem der Papagei gute Reise Scratch Cat gesucht wird, ein Clone von einem Gestalt gibt und mit dem Clone werden wir nur weiter schaffen. Wir brauchen also ein Control-Element. Control und ganz hier innen fanden wir Create Clone of Myself. Das heißt, der Sprite vom Papagei, davon gibt für sich selber ein Clone erstellt. Das sehen wir hier innen drin. Lo haben wir dann ein Clone fabriziert und dafür gibt es auch die passende Kontrolle für Lo, den Clone zu kontrollieren. Du siehst schon, wir brauchen ein Control-Element und das finden wir hier nicht am innersten Drittel. When I start as a clone, das heißt, wenn der Clone erstellt ist, dann wird Lo alles das ausgeführt, was sich in diesem Programmblock befindet. Was hätten wir da logieren? Major der Papagei. Der soll an den Landeanflug gehen, er soll abhellen mit den Flügeln zu schlagen, wir gleiten auf den Boden und da soll das Programm stoppen. Für die Fluchtbewegung abhält, muss man also noch schließlich ein Kostüm aufweisen lassen. Das fanden wir in der Kategorie Lux und da wählen wir aus Switch Costume to ein gewisses Kostüm. Im Moment ist das Kostüm B ausgewählt, mit das den, wo die Flügeln nur innen sind. Kann ich verifizieren, indem es dann den Doppelklickt. Wir brauchen also das Kostüm A. Wir wählen also hier mit diesem Pfeil
de Parrot A aus, an da das also als richtige Kostüm für den Landeanflug. Nun muss man noch schüsst Koordinaten bestimmen, wo der Papagei sich dann näher lässt. Da das ist freigestellt, ich wähle nur einfach aus, dass der Papagei soll ungefähr hier landen. An der brauche ich noch schüsst die Gleitfunktion für sanften Landeanflug rüber zu ziehen hier an einen Programmblock. Ich habe eine Dauer auch auf 2 Sekunden, sodass der Papagei durchs landen kann. Wir starten also Programm für zu testen, kriegen auf Händel, als Papagei fliegt los. Mit der Scratch Cat gehe ich an als Rakete. Papagei sieht Eddie. Und er gleitet dann zu Boden. Wir stoppen das Programm mit dem roten Stoppsymbol. Wenn wir noch einen testen, fällt es ab, der Papagei ist nicht da. Was du mal vergisst, so wie in der Alkeas, muss man vergisst, die Show-Funktion an unseren Reset-Block ranzusetzen, weil man nämlich irgendwo an unserem Programmschlauf ein Keier und zwar hier innen, also Papagei verschwanden tun. So müssen auch bei einem neuen Programmstart rum angewiesen gehen. Und du mal da, wie als echt klangbasisch das Spiel am Scratch komplettiert. Unbedingt daran denken, für den Projekt lo aufzusaven, den Numm zu ändern. Ich nenne den Halo 02 Desert Cat and Parrot Rocket Game. Und dann speichern, indem du da File Download to your Computer auswählt. Und dann auch auf eurem USB-Stick oder wie auch immer aufspeichert, für das da jo nicht verliert, was da hei gerade programmiert hat. Challenge 2. Aus dem letzten Video hat dir er Agent-Szenen abgebaut mit verschiedenen Sprites. Lo soll der Dat, was da hier gelehrt tut, auch umsetzen, natürlich aus eurer Animation vom letzten Video, auch ein kleines Spiel machen. Eure Kreativität, sie wie nächstes, enkel keine Grenze gesetzt, benutzt alle gute Funktionen, die man hier gesehen hat, aber wenn der andere Funktionen sieht, die da mengt, die der Kind abbauen, natürlich benutzt ihr auch. Viel Spaß, viel Fried beim Scratchen.